ausgedacht, dass wir kleine Porträts, wollte ich schon sagen. Nee, das machen wir heute mal nicht. Kleine Aquarelle malen, die man vielleicht als Postkarte benutzen kann. Entweder zum Geburtstag oder vielleicht jetzt auch für Muttertag. Und da fand ich jetzt eigentlich zum Beispiel die Figur vom Herz sehr passend. Dafür braucht ihr einen Aquarellblock. Ich habe jetzt gerade hier diesen ganz großen, der wäre mir jetzt aber viel zu groß. Oder hier so einen ganz kleinen, das ist natürlich ideal für so Postkartengröße. Oh, da habe ich schon was gemalt. Ein Küken. Die sind aber vielleicht schon fast zu klein jetzt für den Anfang. Daher schlage ich jetzt vor, wahrscheinlich habt ihr ja auch irgendwas in DIN A4 Größe, so wie das hier. Und dann malen wir das einfach kleiner. Also es wäre jetzt ganz gut, hättet ihr ein Lineal und teilt euch das ein. Ich habe jetzt kein Lineal, stelle ich gerade fest. Das ist sehr gut vorbereitet hier heute. ich suche mal eben, was ich nehmen kann, statt einem Lineal. Aha. Not macht erfinderisch. Ich nehme jetzt hier einfach so eine Pappe und teile das mal so ungefähr in die Hälfte ein. Also könnt ihr auch machen, malt euch einfach einen kleineren Bereich auf eurem Papier auf oder ihr macht es einfach aufs ganz Große. Wenn ihr so Linien zieht, ist immer wichtig, dass die Kante hier aufliegt, dann habt ihr einen rechten Winkel. So, naja, ist jetzt nicht ganz die Hälfte. Was soll's? Kann man ja nachher noch nachbearbeiten. Ich mal eh nie bis zum Rand. So. Jetzt habe ich hier ungefähr Augenmaß 4 gleich große Felder. Also wie gesagt, ihr könnt auch einfach das blind machen, einfach so in der Ecke von dem Bild oder mitten drauf oder die komplette Fläche. Ich weiß nicht, wie groß euer Papier ist, was ihr habt. Ich habe jetzt so ein, das ist ziemlich groß, das hat 24 x 32 cm und deswegen habe ich mir das jetzt eingeteilt. Ja, als erstes habe ich mir überlegt, wenn das jetzt eine Postkarte sein soll, zum Beispiel zum Muttertag, da was mit Herzen zu machen. Und da würde ich mir jetzt anzeichnen, wo ich Herzen hinmalen möchte. Ich möchte nämlich jetzt erstmal eine Karte machen, wo ein Herz in der Mitte ist. Dann könnt ihr einfach, also ich markiere mir dann immer gerne die Stelle, so wo die Mitte ungefähr ist. Ich lasse hier unten ein bisschen Platz, weil da würde ich gerne noch was hinschreiben. Also kommt das Herz eher so ins, ja, ins obere Drittel, so auf die Größe. Und dann versucht ihr mal ein Herz zu malen. Da gibt es eigentlich gar nicht großen Trick. Die Kunst beim Herzmalen ist immer, dass die rechte Hälfte genauso aussieht wie die linke Hälfte. Ist gar nicht so einfach. Also da habe ich nicht mehr Übung drin als ihr. Würde ich jetzt mal behaupten. Da ich ja sonst auch Porträts male. Ja, aber das macht, also jetzt hier ist die rechte Seite ein bisschen größer als die linke, aber ich finde, das macht gar nichts. Ist halt nicht mit dem Computer gemacht. So, ja. Dann könnt ihr auch dieses Kreuz wieder wegmalen, was so ein bisschen die Mitte darstellen sollte. Also wegradieren. Wenn ich euch in irgendeiner Weise zu schnell bin, schreibt mir das gerne. Oder wenn ich zu leise spreche oder irgendwas komisch ist, sagt mir bitte Bescheid. Ich gucke ab und zu auf mein Tablet und kann lesen, wenn ihr was schreibt. Ja. Ich hoffe, ihr seid jetzt soweit. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Das ist natürlich das, was einem bei so einem Online-Malkurs fehlt. Das Feedback, ob die Leute denn auch fertig sind. Und wir machen wieder nass in nass. Das kennt ihr ja schon von den letzten Kursen. Das heißt Pinsel. Einfach nur mit Wasser nass machen. Und wir malen die Fläche aus. Jetzt sieht man, mein Pinsel war nicht ganz sauber. Das ist so ganz typisch für mich. Aber es ist leicht rötlich. Und ich glaube, mit Rot hätte ich jetzt sowieso gearbeitet. Beziehungsweise habe ich das dann jetzt schon entschieden. Ja, also ihr malt die Form vom Herz einfach mit Wasser aus.
Und da ich ja wieder etwas künstlerischer unterwegs sein möchte, geht er einfach an manchen Stellen so ein bisschen über den Rand drüber, dass es gar nicht so ordentlich aussieht, wie wir es als erstes überhaupt gemalt haben. Also ruhig ein bisschen drüber laufen lassen. Genau. Dann, ich würde jetzt heute mit, ja, so Farben der Liebe arbeiten, also irgendwas Feuriges vielleicht. Also für mich wären das Rottöne, Orange oder Gelb. Und die miteinander mal vermischen. Dafür nehme ich jetzt einen kleineren Pinsel und suche mir mein schönes Lieblingsrot raus, was ich irgendwie immer nehme. Ich habe auch hier gar nicht sauber gemacht, wie ihr seht, weil es so schön nach Farben sortiert war vom letzten Mal mit dem Regenbogen, dass ich die Farbe einfach nochmal wieder mitnutzen kann, die sich dann löst. Also richtig viel Farbe dran, weil jetzt wissen wir ja, da ist nass. Dann dürfen wir mit mehr Farbe rein. Und dann fange ich mal an. Wie gesagt, ich probiere jetzt einfach auch rum. Ich habe das nicht vorher schon mal gemacht. Und setze hier Farbe rein. Und das verläuft wieder so schön. Ich freue mich. Probiert da einfach mal aus, ob ihr auch direkt von der Farbe aufs Papier gehen könnt. Das ist wieder eher so ein Pink. Dann nehme ich nochmal ein anderes Rot mit rein. Eher so ein nicht pinkrotes. Und ihr seht, es sucht sich so seinen Weg dadurch. Und dann gehe ich direkt, probiere es mal, wie es mit Gelb aussieht, noch dazu. Und dann seht ihr ja, das Rot, die rote Farbe mit der gelben Farbe mischt sich schon. Macht es ruhig richtig nass. Also wenn ihr Aquarellpapier habt, kann da gar nichts passieren. Und es verläuft einfach willkürlich ineinander. Da kriegt man so mit der Zeit einfach ein bisschen ein Gefühl für. Hoffe ich. Und dann wieder vielleicht Rot hier mit rein, dass sich das so schön mischt. Und ich finde, das strahlt jetzt schon ziemliche Kraft aus. Ich mag das auch, wenn das so Spuren zieht. Den Effekt würde ich glatt lassen. Ich übermale jetzt mein Pink hier oben noch. Wenn mir jetzt das andere Rot doch eher besser gefällt. Ist mir auch sehr dunkel da oben. Und dann kennt ihr ja meinen Trick. Wenn mir zu viel Farbe irgendwo ist, nehme ich ein Stück Küchenpapierrolle und nehme einfach wieder was raus. Und mal mit der anderen Farbe, die ich jetzt ausprobieren möchte, dazu. Es ist dann natürlich weniger Wasser, also gerne wieder Wasser draufsetzen. So. Und was wir ja auch die letzten Male schon so gerne gemacht haben, ist das Rumkleckern. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal mit dem kleinen Pinsel. Das heißt, ihr nehmt eine von den Farben, die ihr jetzt benutzt habt. Macht die hier richtig schön flüssig auf dem Pinsel drauf, aber auch mit viel Farbe. Und dann würde ich jetzt mal einfach wieder ganz vorsichtig schön nah dran und dann auf den Finger schlagen. Müsste klappen. Ich muss mal so ein bisschen rausfinden, wo die Farbe hinspringt. Das sind jetzt viel zu kleine Spritzer. Muss man manchmal in einem Mischverhältnis arbeiten. Das ist natürlich jetzt schlecht, wenn das auf das andere drauf springt, wo ich noch gar nicht malen möchte. Da sollte man dann ein Papier drüber legen. Also irgendein Papier, was ihr nicht mehr braucht. So. Oh nein, meinen Ringkleber wollte ich nicht nehmen. So. Das ist was vom College-Blog. Das muss jetzt eh trocknen, daher haben wir Zeit. Also deckt ruhig die anderen Felder ab. Also ich schneide es vorher nicht aus, übrigens ganz bewusst, weil, wie gesagt, die Aquarellblöcke sind in der Regel verleimt drumherum. Das heißt, das Papier klebt fest. Und das hat auch seinen Sinn, weil sich das Papier dann noch weniger wellt. Wenn ihr das jetzt mit normalem Papier macht, werdet ihr feststellen, das wellt sich brutal. Da müsst ihr das nachher glätten. Ja. Ja, Christina, ja, du brauchst unbedingt Aquarellfarbe.
weil das ist wirklich, da kann man mit so simplen Kenntnissen so tolle Sachen machen, finde ich. Also ich bin jetzt auch kein groß, ich habe das nicht gelernt oder so mit Aquarellfarbe, ich habe das einfach gemacht und das sind wirklich einfache Sachen. Und rumklecksen hat mir immer schon Spaß gemacht. genau. Also es lohnt sich, finde ich, die Investition in Aquarellfarbe. Ja. Ich stelle das nachher auch wieder online, also auf YouTube, hoffe ich, wenn die Technik mir nicht versagt. Dann kann man sich das auch jederzeit angucken, wenn man mal Aquarellfarbe hat. So, oh, das finde ich jetzt auch schön, so richtig dick Farbe. Einfach so drauf springen lassen. Yeah. Und jetzt noch mit Gelb. Ich mische das Gelb, glaube ich, ein bisschen mit Rot, nicht so ganz knallegelb ist. So, und jetzt würde ich das trocknen lassen, bevor ich da überhaupt noch irgendwas dran mache und dann mal schauen, wie es aussieht. Weil ihr wisst, also wenn ihr schon mal mitgemalt habt, wisst ihr, dass Aquarellfarbe, wenn sie getrocknet ist, deutlich heller aussieht. Und dann kann man da nochmal nachjustieren mit den Farben. Aber ich habe ja auch fürs nächste Bild schon eine Idee. Ihr müsst verzeihen meine Stimme, ich bin heute sehr spät aufgestanden. Und die ist noch nicht so ganz wach, wie es scheint. Dafür scheint heute auch die Sonne mal wieder. Das ist sehr schön. Also auf dem nächsten, das ist jetzt irgendwie ein bisschen größer geworden, da könnten wir auch mit Herzen arbeiten. Da hatte ich mir vorgestellt, vielleicht so 4 Herzen in so einem Viereck sozusagen. Dafür müssen wir jetzt mal grob mit Augenmaß die Position bestimmen. Also wenn jetzt hier ein Herz ist, dann muss ungefähr hier eins sein. Ich mag es ja nicht ganz an Rand malen. Und ich möchte hier unten auch wieder Platz lassen, um vielleicht was Kleines zu schreiben, wie herzlichen Glückwunsch oder Mama oder ich liebe dich oder, keine Ahnung, Flower Power. Ach nee, sehr Herzen. Da lasse ich ein bisschen Platz. Das ist jetzt auch nur ganz grob, dass ich so ein bisschen Orientierung habe, wo ungefähr der untere Teil des Herzens ist. Und dann versuche ich, 4 gleich große Herzen zu malen. Also das ist noch nicht fertig, ne? Also das ist nur noch mal, um das gesagt zu haben, das soll nur trocknen. Deswegen habe ich mir heute gedacht, wir machen einfach mal ein paar mehr Bilder. Weil sonst müssten wir jetzt hier 10 Minuten mindestens sitzen und einfach nur warten, bis es trocknet. Das ist mir zu langweilig. Aber ihr seht die ganze Zeit meine schönen Haare, die so abstehen. Ich lasse gerade meinen Pony wachsen. Der ist jetzt immer mein Bild, wie ich sehe. Nur Stroh auf dem Kopf. Aber nur auf dem Kopf, im Kopf nicht. Ja, liebe Grüße an Annika und an Tanja natürlich. Freut mich, dass ihr zuguckt. Also die Herzen werden jetzt bei mir auch nicht alle exakt gleich, aber das ist meiner Meinung wieder auch überhaupt nicht nötig. Die sind jetzt gerade sowieso nur eher der groben Orientierung. Ja, so. Doch, so geht das. Und hier habe ich Platz für einen Satz. Mach mal Licht an, jetzt wo die Sonne weggeht. Ja, und da habe ich jetzt gedacht, wir machen jetzt nicht alle die Farben, die wir da schon haben, sondern verschiedene Farben. Da würde ich jetzt einfach sogar mal gar nicht mit meinem Lieblingsrot anfangen, sondern wie wäre es mal mit einem Lila? Ganz was anderes. Da habe ich hier noch Farbe auf meinem Blech. Die würde ich jetzt glatt wieder neu benutzen. Also mischt euch schön flüssig wieder was an. Ich mache das jetzt extra wieder, ihr könnt auch erst direkt nur mit Wasser drauf malen, aber ich färbe das Wasser jetzt ein bisschen an, damit ihr seht, wo ich hinmale. Also mein erstes Herz hier soll ganz lila werden. Ich habe es vergessen, die Kreuze wegzuradieren, das wäre vielleicht noch eine Idee. Je nachdem, wie kräftig man drüber malt, sieht man die nachher nämlich noch, also wenn es zu schwach ist. So, also schön Wasser wieder verteilen. Bloß nicht so ordentlich, darf ruhig wieder auch ein bisschen überstehen und so.
Und dann wieder dunkler werden an manchen Stellen. So. Sehr wässrig. Danke, Sandra. Ja, und da könnt ihr jetzt wieder einfach rumprobieren mit wie viel Wasser nehme ich oder wie viel Farbe. Jetzt bin ich gerade mal nur in die Farbe und schau mal, was passiert. Jetzt gerne auch ein bisschen kräftiger. Aber ich mag es, wenn auch gar nicht so flächig ausgemalt wird, sondern einfach das so miteinander verläuft. Ja, und auch da habe ich nachher noch was mit vor. Wenn die einzelnen Herzen getrocknet sind, können wir die noch nachbearbeiten. Also ich werde so eine, das wird so eine Mischtechnik. Es wäre gut, wenn ihr, das habe ich vorher gar nicht gesagt, gell, wenn ihr einen schwarzen Fineliner noch hättet. Oder einen schwarzen Stift, also es geht auch mit einem schwarzen Buntstift ganz gut. Zur Not geht es auch mit schwarzer Aquarellfarbe oder Wasserfarbe, was ihr da habt. Das kriegt man schon hin, wenn man einen dünnen Pinsel hat. Aber es muss sowieso erst trocknen. Daher so. Ah, Julias Rot ist alle. Dann wird es heute bei dir nicht rot, würde ich sagen. Musst du auf andere Farben ausweichen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil ich nehme irgendwie immer Rot. Und habe dann Hemmung, eine andere Farbe zu nehmen. Ich würde jetzt auch gerne wieder ein Pink nehmen. So von mein Lieblingsfarbe hier irgendwie. Wo ich überhaupt sonst gar nicht der Pink-Mensch bin. Ah, zu viel Farbe. Okay, dieses Herz wird knallpink bei mir. Also ihr könnt ganz andere Farben nehmen. Ihr könnt grün, gelb, braun, keine Ahnung. Probiert es einfach aus, was euch gefällt. Ich bin da jetzt heute doch schon eher so ein bisschen in Anführungsstrichen mädchenfarbend unterwegs. Und nochmal die Information, ich habe so eine Spendenaktion mit eingebaut für das Land der Tiere. Also wer hier zuguckt, das kostet ja nichts, aber die freuen sich über jeden Euro. Genau, wer möchte, kann da gerne was hinterlassen. So. Das würde ich jetzt auch so lassen. Und dann hätte ich jetzt doch gerne mal was Gelbes. Oh, schön nass machen noch mal mehr. Und dann kann man auch mit verschiedenen Gelbtönen hier arbeiten. Da würde ich jetzt einfach mal ein Orange mit in das Gelb mischen. Da, dass es nicht so ein und derselbe Ton ist. Einfach mal reinsetzen. Sieht man jetzt bei Gelb wahrscheinlich über die Kamera nicht so die Effekte. Was man jetzt auch bei den anderen Herzen, die jetzt so leicht angetrocknet machen kann, nochmal mit einer kräftigen Mischung rein. Ach, du, ich habe jetzt wieder auf Lila gewechselt, nicht wundern. Also, dass es dann so an manchen Stellen auch einfach dunkler ist. Jetzt verläuft es nicht mehr ganz so arg und bleibt dadurch auch kräftiger. Braun und Blau hat die Sunny gemacht. Okay, da bin ich mal ganz gespannt, wie das nachher aussieht. Ich hoffe ja, ihr lasst mich wieder teilhaben an euren Werken. So, hier versuche ich jetzt nochmal ein bisschen so. Jetzt, welche Farbe nehme ich denn da? Ich würde da tatsächlich jetzt auch wieder so ein Orange, mehr Orangenes nehmen. So, dass es fast schon so golden ist. Schauen wir mal, ob das mir gelingt. Ich mache jetzt gerade irgendwie nicht mehr dieses so nass in nass, ne? Könnt ihr trotzdem machen. Weil ich jetzt einfach gedacht habe, ich mag es doch kräftiger. Jetzt gehe ich mit dem nochmal da rein. Das ist vielleicht gar nicht eine schlechte Idee. Ein bisschen so ein Übergang. Und Orange dazu. Ja,
denn da hingekleckert? Das war doch nicht ich. Wer von euch war es? Wer hat auf meinem Papier gekleckert? Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich da auch wieder rum. Wollen wir da auch wieder rumklecksen? Ja, oder? Wollt ihr klecksen? Irgendwie gehört das schon dazu. Ich will mal größere Kleckse versuchen, dass das gar nicht so gesprengt, gespritzt aussieht, sondern so getropft eher. Das probiere ich jetzt mal mit einem großen Pinsel. Hier gerade bei der Gelb-Orange. Also schön die Farbe im Pinsel aufnehmen. Und gut mit Wasser vermischen. Schauen wir mal. Das war noch zu wenig Orange. Jo. Und die kann man auch wieder größer machen, indem man dann einfach nass da rein. So, ja, also ja, das ist doch das. So ein bisschen über den Rand. Ja, zu wenig Wasser. Ich merke schon, ich spritze schon wieder alles voll, nur nicht dahin, wo ich hin will. Es ist sogar da oben ins Rote gesprungen. Macht nichts. Machen wir jetzt auch mal rot. Pink. Rot, pink. Ich habe wieder so ein paar Größe. Und lila, nicht vergessen. Achso, jetzt habe ich das Problem da mit dem Bild. Kann aber nichts drauflegen. Ha. So geht's. Es geht eigentlich viel besser, wenn man das mit einer Hand macht, stelle ich gerade fest. Jetzt natürlich in das Gelb reingehüpft. Da muss man dann mit leben. Gelb. Also ihr könnt das da jetzt nicht drauflegen, weil sonst passiert das. Naja. Learning by doing, ne? So, die möchte ich auch ein bisschen größer machen. Teilweise. Ja, das gefällt mir doch ganz gut. Schauen wir mal bei unserem ersten Herz. Da habe ich jetzt so ein bisschen mit dem Papier leider die Farbe rausgenommen, aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Aber es ist noch nicht trocken genug, dass wir damit arbeiten könnten. Dann würde ich jetzt einfach noch ein drittes Bild anfangen, was nichts mit Herzen zu tun hat. Ich habe mir so ein paar Ideen aufgeschrieben, damit es noch trocknen kann. Also jetzt weiß ich nicht, ob ihr bereit seid schon für ein nächstes Bild, aber ihr könnt es, also wenn ihr jetzt nicht mitkommt, ja auch nachher euch noch angucken. Und jetzt einfach oder eins auslassen. So, da hatte ich nämlich mir gedacht, wir haben ja schon mal diese Mohnblumen gemalt. Da könnte man natürlich auch eine Mohnblumenwiese draus machen, die jetzt ganz klein natürlich ausfällt. Und da habe ich gedacht, also wenn jetzt hier eine Blüte wäre, da, also so ein bisschen versetzt, dann bräuchte man halt Stängel dazu. Und die würde ich dieses Mal einfach schwarz halten. Ich bin gerade abgelenkt, weil das Eichhörnchen vorm Fenster ist. Aber ich zeige es euch jetzt nicht, weil ich die Kamera nicht bewegen möchte. Genau, also da würde ich jetzt zum Beispiel hier eine Blüte setzen. Da mache ich jetzt einfach mal unten diesen Blütenkelch, wo die Blüte drin sitzt, dass ich mich orientieren kann. Und hier vielleicht eine Blüte. Und dann doch hier zwischen, nicht zu viele natürlich, dass das Blatt nicht überladen wirkt. Ja, können ja auch untereinander sein. Also dass man dann, wenn man die Linien so zieht, eine relativ abstrakte Wiese dann hat. Könnt ihr das erkennen, meine Linien? Ich mag nicht so feste drücken. Wobei das eigentlich egal ist, weil er nachher mit Schwarz drüber kommt. Also ich male mal ein bisschen fester. Wenn ihr nachher schwarz malen, macht das nichts.
Also hier nur andeuten, weil da soll ja dieses Blütenblatt hin. Und dann sucht ihr euch, würde ich sagen, 3 oder 2 Farben eurer Wahl aus, die gut zusammen harmonieren für euch. Ich bleibe natürlich wieder bei meinen... Vielleicht kann man mal was Blaues mit reinnehmen. Ja komm, ich werde mal mutig. Ich nehme mal Blau. So blau-lila hier oder so. Und dann auch wieder erst möglichst nass. Und weil da brauchen wir jetzt wirklich wenig Farbe, weil das sollen so ein bisschen wie Mohnblumen sein. Und Mohnblumen haben ja ganz zarte Blütenblätter. Und die könnt ihr richtig wässrig malen. Das sieht nachher trotzdem, hoffe ich, gut aus. Ich bin jetzt mal optimistisch. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich probiere hier einfach rum. So, wo noch? Vielleicht könnte das hier dann auch blau sein. Blau-lila. Ja, so richtig mutig ans Blau bin ich nicht rangegangen, ne? Vielleicht möchte ich auch nochmal eine richtig blaue machen. Ist jetzt eher wieder lila geworden. Ja. Ja, die kommt, die wird blau. Ja, das ist doch mal ein Blau, was man mir auch glaubt. Vielleicht. So, nein, das sieht schon wieder mehr lila aus. Ja gut, ich mache jetzt erstmal nass, dann kann man nachher noch die Farbe nachjustieren. Und mein Pink. Ich komme da nicht von weg. Ich mache es jetzt so ein bisschen mit dem Lila, dass es nicht ganz so knallig ist. Oh, zu viel Farbe. So, die Form ist einfach, macht nach Gefühl. So ein bisschen grob wie so ein Blütenblatt. Kann gerne nach oben hin auch heller werden. So, das kann man jetzt schon als Blütenwiese erkennen, finde ich. Jetzt geht es drum, jetzt haben wir da ja ziemlich viel Wasser überall drin. Setzt euch auch nochmal Wasser nach, da wo es jetzt vielleicht getrocknet ist. Ich mag ja immer so Farbränder, die dann entstehen durch dieses Nass in Nass. Also setzt euch ordentlich Wasser rein. Und dann nochmal mit euren Farben. Komm, wo ich doch mit Blau so mutig war, fange ich auch mit Blau an. So, hier unten wieder kräftiger, so ein Rand vielleicht, und das so oben in der Mitte heller bleibt, weil unten sind die Pflanzen auch immer dichter. So, genau. Ja, so in etwa passt das für mich. Man könnte auch ausprobieren, das hier oben noch so einen Rand zu kriegen. Braucht man wahrscheinlich wieder mehr Wasser. Also ich versuche gerade einen Effekt zu erzeugen, der mir manchmal einfach aus Versehen passiert. Wenn ich nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Schauen wir mal, wie es nachher getrocknet aussieht. Aber vom Grundprinzip ist unten immer dunkler und oben heller. Machen wir es bei dem anderen auch nochmal. Mehr Wasser. So, und unten wieder eine Farbe rein. Probiert einfach aus. Das mache ich auch gerade. Ich habe da keinen Plan für. Ah ja, guck, jetzt habe ich in die Mitte, das war jetzt auch interessant. Habt ihr das gesehen? Ich habe in die Mitte einfach einen Wassertropfen gesetzt. Seht ihr das überhaupt? Ich weiß nicht, ob bei mir ist, wenn ich auf dem Bildschirm gucke, immer die Kommentare im Weg. So. Und dann habe ich den Tropfen hier in die Mitte gesetzt und dann ist die Farbe nach außen gelaufen. Das fand ich jetzt auch ganz schön. Was haben wir jetzt noch? Das die Lila, ne? Lila-Blau. Auch wieder schön nass machen erstmal. Dann mehr Lila. Ui, jetzt habe ich jetzt sehr viel Lila. Ne, trauen wir uns mal. Dann versuche ich doch den gleichen Effekt, den ich gerade hatte, nochmal herzustellen. Also Pinsel sauber machen und nur nass und dann nur nass reinsetzen. Geht so nach außen. Gefällt mir. Mach ich nochmal. Also wieder Farbe reinsetzen, einmal drumherum. Pinsel auswaschen. Nur Wasser nehmen. Perfekt. Was will ich denn mehr?
Und das mache ich jetzt noch bei den Pinken. Pink, rosa, so. Farbe rein. Kann ich ja direkt hier auch schon machen. So schnell trocknet es ja nicht. Und dann auswaschen, genau, und nur mit Wasser rein. So. Aua. So würde ich es jetzt erstmal lassen, bis es da unten trocknet. Und schauen wir mal das oben, das Herz. Also das sieht jetzt schon wirklich ganz gut getrocknet aus. Da war jetzt meine Idee, dass man das jetzt mit schwarzer Farbe oder mit einem Feinliner oder das, ja, ob es jetzt mit einem Buntstift schon geht, weiß ich nicht. Also mit einem schwarzen Buntstift ist schwierig, wenn das noch nicht trocken ist, dann nimmt das Papier die Farbe nicht so gut auf. Also da ist ein Feinliner vielleicht besser. Ansonsten, wenn ihr jetzt keinen Feinliner habt, nehmt ihr den dünnen Aquarellpinsel und nehmt viel schwarze Farbe dran. Also ich kann das ja einmal demonstrieren. Wie das mit dem Pinsel geht, also schwarz ist ja dann ganz hellgrau, wenn man das zu sehr mit Wasser vermischt, deswegen ist es gar nicht so einfach, schwarze Linien mit Aquarellfarbe zu malen. Da braucht ihr richtig viel Wasser, Farbe, und dann ganz leicht nur drücken. Ne? Weil wenn ihr so drückt, dann habt ihr halt eine dicke Linie, wirklich ist das nur berührt und dafür braucht man relativ oft neue Farbe, dass es richtig ein kräftiges Schwarz bleibt. Also übt das ruhig vorher auch mal mit Kurven auf einem Extrapapier. Man kann dann halt nicht immer so unbedingt alles durchziehen, weil man dann einfach Farbe nachnehmen muss. Deswegen, ich nehme jetzt einen schwarzen Feinliner, vielleicht habt ihr einen, oder einen schwarzen Filzstift mit einer ziemlich spitzen Spitze. Ich habe jetzt hier so einen mittleren. Das ist aber auch Geschmackssache. Also der ist so nicht zu fein, aber auch nicht so viel Filzstiftgröße. Und ich bin gerade in die Blumen gekommen. Passt ihr bitte besser auf als ich. Jetzt ist natürlich auch die Herausforderung, weil das ja alles noch auf einem Bild ist, nicht in das Nasse reinzufassen. Also wenn ich jetzt so male, da nicht drauf zu kommen. Das ist so ein generelles Künstlerproblem, wenn man an mehreren Stellen eines Bildes gleichzeitig malt. Also sucht euch eine Stelle, wo der Handballen liegen kann und dann müsste das gehen. Weil ich möchte jetzt das Herz nachziehen, aber gar nicht zu genau, sondern das darf ruhig auch ein bisschen künstlerisch sein. Jetzt hoffe ich, dass das trocken genug ist, weil sonst zerläuft der Feinliner. Also passt damit echt auf. Ein bisschen finde ich es nicht schlimm. So. Aber ich möchte das mit mehreren Linien machen. Also, dass das gar nicht so gekonnt aussieht. Könnt ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. So reicht es mir eigentlich schon. Ja. Doch, das gefällt mir ganz gut. Setzt das jetzt noch viel mehr in Szene, finde ich. Wie so eine Karte halt. Ich hole es mal näher ran. Und dann könnte man da was drunter schreiben. Da wird jetzt ein Ich liebe dich oder ein Ich hab dich lieb oder Mama oder, also jetzt für Muttertag, Mama, ich hab dich lieb. Da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Ich würde jetzt auch mal was ausprobieren. Also ich bin überhaupt niemand, der sich gut mit Schreiben auskennt. Da wäre jetzt die Julia, ne, die Expertin. Aber ich probiere jetzt mal was, weil ich habe gedacht, wenn man hier Mama schreibt und ich hab dich lieb, ihr könnt natürlich auch einen Namen schreiben, einfach von jemandem. Und da fand ich das so schön, wie die Julia immer macht, dieses von der Seite so eine Linie ziehen und dann die Buchstaben da rein. Und dann so ganz gestreckt. So, dass das dann wieder ausläuft. Julia, kann man das sehen? Habe ich das gut gemacht? Und dann da drunter, ich hab dich lieb, würde ich jetzt schreiben, das schreibe ich. Ich gucke, dass ich das ungefähr augenmaßmäßig, ihr könnt euch auch eine Linie ziehen, ich bin immer jemand, der eigentlich keine Linien zieht,
dass ungefähr das jetzt so lang ist wie das Mama. Das macht so optisch oder ein Stück länger. Also zumindest nicht hier anfangen und da enden, sondern dass das so gemittet ist, ne? So. Ja, wartet wirklich mit dem Feinliner. Wenn das Herz noch nicht trocken ist, dann macht jetzt erst die Schrift oder so. Also ich hab dich, müsste passen, ne? Lieb. Ja, also ist jetzt ein bisschen zu weit nach links für mein Empfinden, aber es ist mit Hand gemacht und dann darf das auch so bleiben. Ich bin übrigens kein Linkshänder, das ist nur, weil ich die interne Kamera benutze, ist das alles gespiegelt. Also, ich bin weder Linkshänder noch schreibe ich spiegelverkehrt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen irritierend, ne? Dann ziehe ich das mal nach. Da könnt ihr auch nochmal korrigieren, da wo die Linien vielleicht dicker sein sollten. Nochmal drüber. Wenn ihr so große Druckbuchstaben schreibt, ich finde das immer schön, wenn die alle gleich groß sind. Ich gehe jetzt wieder von meinem Vorgeschriebenen weg. Das mache ich oft, müsst ihr nicht machen. Einfach die Buchstaben noch ein bisschen weiter auseinandergesetzt, damit es ein bisschen nach rechts rutscht. Und zieh nochmal nach. So. Ich finde, das ist schon eine schöne Karte. Nicht wahr? Gucke ich mal nach den Herzen auf der rechten Seite, was die so machen. Ist das echt doof, dass das voll spiegelverkehrt ist. Also nächstes Mal drehe ich die Kamera. Ich glaube, das kann ich jetzt nachträglich nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Leben wir jetzt mit. Ihr wisst ja, wie man richtig herumschreibt. So. Sind die trocken? Nochmal so ein bisschen antesten. Also die sind auch noch nicht ganz trocken. Wie gesagt, wartet lieber ab, bis das trocken ist. Die Louis hat bestimmt wieder einen Föhn am Start. Die ist nämlich immer top vorbereitet. Gell, Louis? Ich weiß nicht mal, ob du da bist gerade. Die hat mir letztes Mal ihren Arbeitsplatz gezeigt und hatte direkt einen Föhn daneben liegen. Also man kann natürlich auch föhnen. Da muss man nur aufpassen, dass die Farbe da nicht ganz wegläuft. Daher, also eigentlich, meine Farbe trocknet in einem Tempo, wo mir eigentlich sehr entgegenkommt. Daher ich ganz zufrieden, einen Schluck trinken. So, was machen wir jetzt mit den kleinen Herzchen? Also Feinliner, also man könnte die jetzt noch so ein bisschen verziehen, also man könnte auch jetzt einfach so machen wie hier. Aber ich wollte jetzt ein bisschen eine Variation reinbringen. Und dann könnte man zum Beispiel bei einem helleren Herz mit dunkleren Elementen arbeiten, zum Beispiel in das gelbe Herz noch kleine Herzen reinmachen. Mal schauen. Ja, hat was. Geht, oder? Das ist irgendwie ganz nett. Und dann mit Schwarz könnte man noch auch einfach Linien ziehen.
Einfach so, dass jedes Herz ein bisschen anders wird. Ihr könnt das auch lassen. Das ist Geschmackssache. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Das könnt ihr einfach mit Schwarz machen. Jetzt fällt mir gerade ein, das hat jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder zu Hause. Ein Gelstift, einen weißen. Ich habe zwar einen da, aber in der Regel funktionieren die bei mir irgendwie nie. Mal gucken. Ja, könnte sogar gerade klappen. Also mit Gelstiften kann man auch drüber malen. In der Regel. Außer bei mir. Bei mir klappt das immer nicht. Dann bleibe ich gleich bei Schwarz. Also wenn jemand nochmal den ultimativen Gelstift-Tipp hat, ich habe diesen Uniball und die Uniball von Signo da mal irgendwie empfohlen gekriegt, aber bei mir funktioniert der auch nicht richtig. Jetzt habe ich hier den von, das ist auch einer davon, aber ein anderer, frag mich nicht. So, ja, hier geht's. Kringel reinmalen. Ja, also der nimmt jetzt die Farbe leider gar nicht so gut an, wie ich eigentlich wollte. Mal vielleicht drüber. Aber das könnt ihr auch mit Schwarz machen einfach. Das ist nur so eine Idee, die mir gerade kam. So, vielleicht jetzt hier auch mit Weiß. Das können wir denn da mit Weiß noch machen. Vielleicht. Also die Lichtverhältnisse, sorry, dass die hier so wechseln. Aber wir haben ja jetzt Mai und der April hatte ja Maiwetter und der Mai hat jetzt hier Aprilwetter. Also es wechselt gerade zwischen Sonnenschein, bewölkt, Regen, Sturm. Das ist beim Malen schon immer ein bisschen hinderlich, wenn da immer andere. Also ich habe jetzt einfach zwei Kreise hier so drumherum gemalt. So, also das gefällt mir eigentlich schon so, das würde ich glatt so lassen. Und dann, was können wir denn da hinschreiben? Vielleicht einfach auch, ich hab dich lieb. Ich bin so unkreativ mit dem Schreiben heute. Soll ja so, ich habe ja ein bisschen an Muttertag gedacht, deswegen. Oder du bist die Beste, komm, das ist doch der Satz. Du bist die Beste, das kann man sich selber schenken. Finde ich gut. Ich bleibe wieder bei meiner Druckschrift. Du. Wie gesagt, malt euch gerne eine Linie vor und radiert es weg. Ich habe jetzt das schon öfter gemacht, so irgendwo was drunter geschrieben, deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr ein Gefühl dafür, wie die Textverteilung sein muss. Die. Beste. Oder natürlich, du bist der Beste. Ja, will ich ja gar nicht. Das bleibt euch überlassen. Kannst auch schreiben, du bist der Blödste. Das ist so mir egal. So. Aber ob man demjenigen dann ein Herz schickt. Gott, habe ich Stroh auf dem Kopf. Ja, 6 Wochen ohne Friseur. Julia, ich bin auf jeden Fall schon so gespannt, wie du das machst. Julia ist hier meine Schreibexpertin. I'm happy. Oh, jetzt schaut euch mal die Blüten an. Die sind doch richtig hübsch geworden. Also mir gefällt es. Die ist noch gar nicht trocken, die auch nicht. Aber ich will da jetzt erstmal auch nicht reinmalen. Ich würde jetzt mich um die Stängel kümmern. Aber da müsste man ja auch, könnte man auch noch was hinschreiben. Oder man, da schreibe ich gar nichts hin. Ha, entschieden. Kein Platz, ich schreibe da nichts hin. Genau. Und zwar ziehe ich jetzt erstmal die Linien nach hier. Stängel.
Ups. Macht nichts, wenn er nicht genau trifft. Man kann es nachher vorsichtig wegradieren, das Bleistift. Gemachte. Ich finde, die Stängel dürfen auch ruhig nachgezogen werden, dass die kräftig sind. Also wer jetzt erst reinguckt, immer mal so zwischendrin, ich mache das Video auch nachher online. Nachträglich, dann kann man das angucken, wann immer man das möchte. Auf Instagram bin ich auch schon gefragt worden, warum ich das bei Facebook mache, aber irgendwie finde ich den Livestream bei Facebook einfacher. Aber ich stelle es in YouTube rein, wenn mir die Technik nicht versagt, dann kann man das auch da jederzeit nachgucken. Jetzt ist mir das irgendwie zu schlicht. Man kann dann auch noch ein bisschen vielleicht Blätter dran malen. Ihr könnt das gerne erst mit Bleistift vormachen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen übermütig. In irgendeiner Form irgendwas noch dran malen. Einfach mal ausprobieren, was euch da gefällt. Mal größer. Und mal kleiner. Würde euch ja jetzt nach Ideen fragen, aber ich kann ja jetzt nicht sehen, was ihr so macht. Ihr habt bestimmt noch andere Ideen, was man da so dran machen kann. Bleibt mal jetzt bei den Sachen, die ich so von ab und zu male ich mit Fensterkreide meine Fenster an. Das sind so die typischen Blätter, die ich dann irgendwie male. Aber da gibt es ja noch viel mehr Ideen. Das soll jetzt trocknen. Haben wir so ein schwarzes? Sieht das aus? Ja, ne? Geht. Bisschen größer vielleicht. Oder so ein Blatt, wo ganz viele Blätter dran sind. Das geht auch. Also ein Stängel und dann da die einzelnen Blätter dran. Ja, das sieht gut aus. Freude! Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon malen. Ob wir noch Lust haben dann für ein viertes. Oder ob ich noch eine Idee habe für ein viertes. Also ich finde, das hier, das hat was, oder? Ah, da fehlt noch was. Gut, dass ihr mich nicht sehen könnt, wie ich gerade auf meine Zunge rumkau. Lippe. Schon spannend. Spannend, spannend. Habe ich da zwei schwarze, dann mache ich irgendwie hier auch noch ein schwarzes. So, weil jetzt hätte ich noch gerne, wenn das jetzt trocken genug ist, ich glaube, das ist jetzt schon trocken genug, da würde ich das jetzt mal versuchen. Da habe ich nämlich eine Idee gesehen im Internet, da war das so. Noch so damit rein. Ja, das geht. Kann man auch lassen, ne? Also müsst ihr nicht machen. Ich finde, das sah vorher auch gut aus. Wenn man kleiner nur so angedeutet. Da ist noch zu nass. Die linke Seite trocknet nicht. Aber das kann man dann da auch noch machen. Ich lasse es jetzt, bevor das verläuft. Aber das hat doch was. Das kann man jetzt natürlich nochmal machen mit anderen Farben einfach.
Oder mit mehr Herzen, also kleinere Herzen, jetzt dann zum Beispiel mal 3 in einer Reihe, dann hat man 3 mal 3, sind dann direkt schon 9. Ja, also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, also da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier noch den Platz, ich werde jetzt einfach mal Freestyle noch was machen. Wenn ihr nicht mehr mitmachen wollt, ihr könnt ja eh jederzeit aussteigen. Ich will euch jetzt ja nicht nötigen, stundenlang mit mir rumzusitzen. Und ich habe auch überhaupt keinen Überblick, wie viel Zeit wir verbraucht haben. Ich vergesse beim Malen gerne die Zeit. Das ist ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache, ne? Ich würde jetzt mal irgendwas mit Herzen noch machen. Eine ganze Ladung Herzen vielleicht, die so vom Himmel regnet. Ach komm, das probiere ich jetzt. Ich lasse hier unten Platz, falls ich noch eine Idee habe, was ich schreiben möchte. Und lege jetzt mal so ein Herz quer. Und dann dahin. Keine Ahnung, wie das gleich wird. Und die lasse ich immer kleiner werden jetzt. Also Herzchen malen klappt, wenn ich nicht drüber nachdenke, echt viel besser, als wenn ich drüber nachdenke. So. Winzig werden. Ja, könnte was werden. Farben! Jetzt habe ich gerade überlegt, ob man das so ein bisschen wie so einen Verlauf machen könnte. Wie so ein Regenbogen vielleicht. Also, dass man oben anfängt mit einem Rot, was die Julia nicht hat. Wieso lachst du, Sunny? Ich sehe gerade ein Lachsmiley. Was ist jetzt lustig? Was hat dich erheitert? Also, ich brauche einen dünnen, also da, wenn die so klein sind, brauche ich auf jeden Fall einen dünnen Pinsel. Ich wässer meine Herzen. Bisschen zu viel Wasser gerade. Also diese Sonne macht mich irre. Kann die sich mal entscheiden, ob sie jetzt scheinen will oder nicht? Irgendwie ist das jetzt hier grau geworden. Naja, kommt ja noch Farbe rein. Ich hoffe, ich labere euch nicht zu viel, aber irgendwie habe ich immer den Drang, was zu erzählen. So. Also ich versuche jetzt mal so einen Regenbogenverlauf zu machen. Die oberen sind mein schönes Pink, rosa, Pink, Pink. Und von Pink geht es dann drüber in so ein Orange. Vielleicht ist das auch völliger Quatsch, das auszuprobieren. So, und dann gelb. Also ich versuche jetzt so ein bisschen den Farbverlauf schon in den Herzen herzustellen, ne? Wie man jetzt vielleicht erkennen kann, dass dann hier die Hälfte orange wird und dann die Hälfte gelb und dann geht's hier bei den Herzen auch ins Gelb und nur zur Hälfte oder nur ein Teil. Bei mir klappt es besser ohne Vorzeichnen. Ja, keine Ahnung. Ich habe da kein Gefühl für. Ich probiere gerade einfach rum. Also wir noch ein knalligeres Gelb mit reingebracht. So die Übergänge nochmal nachbessern. Da oben. Und ihr wisst ja wieder, lieber erstmal zu hell als zu dunkel am Anfang, weil es hält eh noch nach und da kann man nochmal drüber gehen. Nach Gelb, was kommt da mal? Grün, ne? Ein schönes Grün. Ja, kann ja erstmal mit dem Gelb vermischt sein. So, also die Übergänge immer möglichst sanft ineinander verlaufen lassen. So.
und nach grün, blau. Huch, jetzt treffe ich schon den Becher nicht mehr. Irgendwie will das Blau gerade nicht so, wie ich will. Ja, schauen wir mal. Ich will noch hier mit dem Grün verpaaren. Das könnte jetzt hier auch ankommen. So. Also das Blaue hätte ich mir jetzt kräftiger vorgestellt. So, jetzt wird's. Und von Blau geht's dann über in Lila. Gut, dass ich das hier schon angerührt habe. So, Lila-Blau mischen. Mehr Wasser. Kommt ihr noch mit? Bin ich zu schnell? Macht ihr überhaupt noch mit? Ich habe kein Gefühl dafür, ob ich schnell oder langsam male. Also ich weiß, dass ich beim Porträtzeichnen bin ich irre schnell. Aber ich bin kein so ein Mensch, der tagelang an einem Bild sitzt. Und wenn ich dann vormale, bin ich manchmal zu schnell. Ich gebe mir gerade ganz viel Mühe, nicht schnell zu sein. Aber auch nicht so langsam. Langsam wäre auch langweilig. Ja, also ja, bin ich jetzt zu schnell oder ja, bin ich zu langsam? Ich bin auch mal so, mir kommt es dann einfach. Ich male dann einfach so quer. Ich fange links oben an, rechts und mal hier nochmal dran rum. Also sorry, ne? Aber das geht ja nur ums Grundprinzip. Ihr sollt mir ja nicht 1:1 nachmalen. Sondern da so ein eigenes Gefühl für entwickeln, ist mir immer so wichtig. Passt schon. Okay. Frau Ebenhofer, bin beruhigt. So, jetzt versuche ich es nochmal kräftiger nachzumalen. Weil es jetzt hier sieht zwar total schön aus, aber mir ist das zu wenig Farbe da oben. Oh, das war mir zu viel Farbe. Aquarell verzeiht, das ist das Schöne. Ja, ich lasse das ja nachher noch drin, also wer jetzt irgendwie nicht mitkommt, der soll sich nicht stressen. Aber Lust hat das noch dann, also wer das dann noch machen möchte, anschließen. Ich lasse es ja online. Dann könnt ihr da noch euch inspirieren lassen. Also ich finde das jetzt ganz geckig mit diesem Regenbogenverlauf in den purzelnden Herzen. Rot. Pink, rot. So, jetzt habe ich da Orange hingemacht, wo ich Gelb hin soll. Gut, korrigiere ich gleich noch. Da kommt nämlich Orange hin. So. Und dann geht das ins Gelb nochmal über. Da, so war das da. Gut, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Zur Abwechslung mal. Kann man da oben die Fineliner-Farbe müsste jetzt trocken sein, dann kann man das so auch wegradieren, die Bleistift-Vorzeichnung. Und hier vielleicht da, wo man hier und da Bleistift sieht. Mal versuchen. Beim Abwischen immer gucken, dass man saubere Finger hat. Das ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich da mal so einfach so einen Streifen braunen Farbklecks gemischt darüber gestrichen habe. Sehr blöd.
Kann ich hier nochmal bei meinen Blumen weitermachen? So. Was könnte man da noch hinschreiben? Vielleicht einfach tatsächlich mal so ein Ich liebe dich in Schönschrift. Da hole ich mir jetzt normalerweise immer Inspiration aus dem Internet, wie man so eine schöne Schrift machen kann. Jetzt schreibe ich mir mal was vor einfach. Na, irgendeine Schreibschrift. So, ich liebe. Könnt ihr das überhaupt noch sehen, denn? Ne? Egal. Das ist einfach eine Schreibschrift. Das I ist ein komischer Buchstabe, muss ich ja mal wirklich sagen. Ja. I ist ein blöder Anfangsbuchstabe. Ja, ich versuch's mal. Ich liebe dich. Ja, akzeptabel. Das I vielleicht ein bisschen größer. Oh nein, ich habe jetzt ins Papier radiert. Jetzt ist das passiert. Ja, das darf eigentlich nicht bei gutem Aquarellpapier passieren. Ich habe zu fest gedrückt beim Radieren. Und jetzt ist das Papier kaputt gegangen. Schauen wir mal, wie das gleich aussieht. Meine Nerven. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Geht. Ist okay. Wir auch noch gucken, an mancher Stelle die Linie dicker mal. Sag ja, Julia, wir müssen mal zusammen einen Kurs geben. Ich mal und du schreibst. Es ist schon trocken. Es ist noch nicht trocken. Mist. Aber ich würde jetzt mal da versuchen, wo es schon trocken ist. Ich würde jetzt tatsächlich überall wieder so. Könnte man jetzt tatsächlich vielleicht mit einem feineren Stift sogar schöner hinkriegen. Ja, seid ruhig mutig und probiert mal rum. Die Farbe auf. Doch, hat was. Hat was, finde ich. So. Dann wäre zumindest mein Papier jetzt voll. Hier kann man auch noch die Bleistiftstriche jetzt so, wie man noch sieht, vorsichtig drumherum wegradieren. Ganz sanft, also nicht feste drücken. Dann auseinanderschneiden. Und was ich ja dann auch immer schön finde, wenn man dann, was man ausgeschnitten hat, vielleicht auf ein anderfarbiges Papier klebt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein... Das ist ja bemalt. Also eigentlich ein unbemaltes. Wenn man da dann zum Beispiel die Hälfte von nimmt, wird da ja ein so ein Bild draufpassen und hat dann noch so einen Rand. Ich kann das gerne noch zeigen für die, die noch ein bisschen Zeit haben. Jetzt löse ich das erstmal hier vom Blatt. Das ist nicht so einfach, aber das ist echt mega, mega gut verleimt, ist hier. Dafür braucht man Fingernägel.
schneiden. Ach, mein Fuß ist eingeschlafen. Ich werde noch das wegradieren. Vorsichtig. Und schon haben wir 4 verschiedene Kartenmotive, ne? Auch noch mal direkt anders, ne? Also ihr könnt dann noch mal gucken, weil ich habe es ja nicht vorhin so perfekt geteilt, ob man hier noch ein Stück abschneidet. Das kann man dann, wenn man es noch weiter aufkleben möchte, dann sehen. Also jetzt zeige ich euch, was ich meinte. Wenn wir jetzt zum Beispiel das hat hier für die Mama, dann kann man das jetzt einfach auch noch auf einen farbigen Karton kleben oder ein Papier. Also ich habe jetzt hier so ein Öko Papier und dann setzt sich das, wird das direkt nochmal mehr in Szene gesetzt. Ne? Daher hätte man jetzt auch ruhig ganz klein malen können, also nochmal die Hälfte, weil wenn dann so dieser Rahmen, das ist ja wie ein Passepartout dazu kommt, dann setzt es das wirklich in Szene. Man kann auch nur das Herz ausschneiden mit weißem Rand und dann auch auf ein anderfarbiges Papier kleben. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Oder wenn man einfach mehrere kleine gemacht hat, die ausschneiden und auf ein dunkleres Papier kleben. Ja. Sind einfach ein paar Ideen für euch, die ihr auch noch umändern könnt, ausweiten, wie auch immer. Und so kann man eigentlich schöne kleine Grußkarten ganz schnell machen und ausprobieren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf Kopf bin, wenn ich euch mich jetzt zeige. Okay. Steht, dreh dein Telefon, irgendwas. Ihr seht mich jetzt auf Kopf wahrscheinlich. Ich mach mal raus. So, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich komme jetzt gerade hier ein bisschen blöd vor. ich stelle das Video nachher online und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut!